Weiter geht es mit Dungeons 2 und mit euch natürlich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dritter Teil des Let's Plays, bei dem wir ein Gefecht, eine Szenarienkarte mit der Horde spielen. Zwei Folgen von jeweils 20, 25 Minuten haben wir schon hinter uns gebracht und unseren Dungeon schon mal ganz gut ausgebaut. Weite Teile der unterirdischen Höhlenwelt aufgedeckt, haben Ratten entdeckt, die sich in kleinen Kammern versteckt hatten und Mana-Wesen. Und diverse andere Hohlräume haben wir aufgedeckt und viele neue Räume erforscht, neue Fallen, neue Türen, einige schon gebaut und waren auch schon mal in der Oberwelt bei den Menschlein. Und da wollen wir auch noch mal hin. Ich glaube, das können wir jetzt auch machen. Dafür nehme ich leider auch die alle mit. Also auch die Goblins nicht. Die sind mir zu kampfschwach. Aber die Trolle nehme ich mit, die Nagas nehme ich mit. Die können hier bleiben. Ach, einen Goblin habe ich schon wieder aus Versehen eingepackt. Was ist denn das hier? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich bin schon voll alleine hier vermöbelt. Das ist ja witzig. Muss ich mich, glaube ich, um gar nichts kümmern. Oder? Ja, ist nur noch einer. Zahltag. Ausgerechnet dieser eine hier, das gibt's doch nicht, der mischt mir hier unten alles auf. Das darf doch nicht wahr sein. Dann muss ich den mit dem Zauberfleisch klein kriegen hier. So, jetzt haben wir ihn. Und wieder zurück. Auf in den Kampf. Ah, das sind schon dickere Brocken hier. Wir haben eine Einheit verloren. Ein Ork. Aber wir setzen uns durch. Oh, das sind aber dicke Brocken hier. Oh, da haben wir keine Schnitte. Da haben wir sowas von keine Schnitte. Oh Gott, wie furchtbar. Alle gehen drauf. Was für ein Debakel. Alle verloren. Wir haben noch nicht den Zauber erforscht, mit dem man diese Einheiten automatisch runter teleportieren würden in unser Lazarett. Also Zauber oder diesen Fortschritt. Neue Dungeon-Level verfügbar. Immerhin. Das ist gut. Das sollte heißen, dass wir hier... Moment mal, wie erhöhen wir den Dungeon-Level? Ah, hier. Dungeon Level 2. Sieht das cool aus. Ja, das ist ja bitter hier. Thank you.
Entschuldigt, aber der Erzähler muss ja auch von irgendwas leben. Deshalb nun eine kurze Werbedurchsage. Kauft Spiele von Calypso. Viele, viele, viele. Danke. Werbung Ende. Da haben wir wirklich einiges an Einheiten hier verloren. Ganz bitterer Augenblick. Müssen wir jetzt ja alles nachbauen. Vor allem die ganzen Erfahrungspunkte, die die Einheiten hatten, die sind auch alle weg mit denen jetzt. Das ist echt nicht gut. Fast alle Orks sind draufgegangen. In dem Augenblick kommen neue Helden, hoffentlich ohne diesen Zwergen, der die alle entschärfen kann. Eingedrungen. Doch, das ist ein Entschärfer, das gibt's doch nicht. Vielleicht kann ich den hier rösten. Warum fummel ich hier, meine Güte? Immer noch mal schnell neue Einheiten. Schon ärgerlich. Jetzt wollen wir das aber hier nutzen. Erstmal können wir das Einheitenlimit erhöhen. Hier in der Mana-Kammer. So, haben wir jetzt eingestellt. Dann hätte ich ja gerne, kann man das Lazarett hier verbessern? Ich vermute mal nicht. Nein. In der Tüftlerhöhle. Irgendwo muss man das da einstellen können. Produktionsräume verbessern. Bierbrauen im Akkord. Verbesserte Kapazität in Tüftlerhöhlen, Stapellagerung, verbesserte Kapazität in Kristallkammern. Das ging schon mal ganz gut. Na, aber ich weiß es nicht. Bierbrauen mal ein bisschen schneller. Aber was mir vor allem fehlt, Zauber, die werden doch hier erforscht. Zaubersprüche, Gehirnwäsche, Pfeilregen, das ging schon mal ganz gut. Flächenangriff bei Feinden. Wie sieht das hier mit den allgemeinen Verbesserungen aus? Verbesserung für Schnodderlinge. Allgemeine Verbesserungen. Verbesserte Rüstung, verbesserte Waffen. Kreaturenstein. Das würde ich gerne. Verbesserung für Schnodderlinge. Die bewegen sich schneller und arbeiten schneller. Das gefällt mir. Und ich baue hier eine dritte hin. Eine dritte Schmiede. Habe ich leider in einen Forschungsgegenstand, glaube ich, wieder weggemacht. Das ist natürlich doof.
gucken, was hier noch alles zu entdecken ist. Ah, hier ist nur ein Goldvorkommen. Ja, das ist ja cool. Sehr schön. Schatzkammer. Das gefällt mir. Hier sind repariert. Es ist Zahltag. Können die Fallen verbessern? Ach hier, guck mal, erstmal hier, die Chaos-Schmiede ausbauen. In eurem Dungeon. Schmiedestätte errichtet. Das ist wieder so einer, der alles... Das dauert zu lange, bis ich den, ach. Die Steuerung ist mir zu fummelig. Also bis ich den erwischt habe und bis ich den runtergezaubert habe, ist er schon mit allem durch. Das ist ein bisschen blöde. Wie sieht das mit der Bevölkerungslimit hier aus? Das wollte ich doch erhöhen. Jetzt. Dem geht's gar nicht gut. Ab in die Haier. Auf das Bevölkerung. In angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Spinnen, Igitt. Wollen wir die mal ausräuchern? Ja, die sind nicht so stark. Sehr schön. Bevölkerungslimit ist gestiegen. Will ich mir noch einen Troll holen? Es ist Zahltag. Nochmal Bevölkerungspunkte erhöhen. Pfeilregen ist erforscht, da ist er. Sehr schön. Neue Fallen erforschen, verbesserter Verdrescher. Botenstacheln. Klingt auch gut. Neue Räume erforschen. Mana-Schrein. Mehrere Nagas können an einem Mana-Kristall arbeiten. Das ist es. Defibrimat im Lazarett. Dieser erlaubt es euch, Kreaturen in Dungeons zu holen und wiederzubeleben. Das ist das Teil. Mit dem man die Kreaturen, die in der Oberwelt fallen, zurückholen können. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was ich schon so lange haben wollte. Und das heißt jetzt auch hier.
wir hier, pardon, das noch ein bisschen ausbauen können, das Lazarett. Bevölkerungslimit ist erhöht, sehr schön. Dann werde ich hier mir noch einen weiteren Troll holen. Noch einen Ork. Ist der Defibrillator eigentlich fertig? Krankenbett errichtet? Nein. Ach, der kostet 1000 Gold. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Da muss man ein bisschen sparen. Oh, die sind aber langsam. Wie süß hier. Da machen wir noch einen kleinen Flächenzauber hier. Ach, wie süß. Das ist ja wirklich praktisch. Ja, der kommt von alleine. Da müssen wir uns um nichts kümmern. Ist nicht mehr funktionstüchtig. Dann reißen wir die ab und bauen hier diesen verbesserten. Haben wir den schon erforscht? Verdrescher? Nein. Ich wollte einen verbesserten Verdrescher erforschen. Nicht genug Gold. Ach, der kostet auch 1500. So, ist der Defibrillator? Braucht der Gold, haben wir genug, der wird noch erforscht. Das mit dem Mana dauert hier aber. Ich habe viel verbraucht auch, ne? Soll ich doch noch einen Naga holen, damit wir mehr Mana haben? Ein Nenaga, genau. Der Defibrimat ist er fertig, fast. Na komm, 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 komm. 1000 Gold. Ein gewisser Frankenstein hätte seine wahre Freude an diesem faszinierenden Gerät. Oh, braucht er viel Platz. Oh, braucht er viel Platz. Da muss er noch ein bisschen hier uns dazu holen. Eilen jetzt aber. Im Schnellstempo. Go, go, go. Hopp, hopp, hopp. Wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt hier aufstellen können. Und ja, siehe da. Das ist der. Der. Und jetzt können wir all unsere Einheiten ruhig hochschicken. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die nicht zurückkommen können. Das finde ich klasse. Dann können wir doch uns gleich noch einen Kampf an Land ziehen, oder? Derweil hier noch mal ein paar Forschungen einstellen. Alles bestens. Was wird hier erforscht? Gar nichts. Wusstet ihr schon, dass Realmforge Studios bereits einige andere erfolgreiche Spiele auf den Markt gebracht hat? Ihr solltet mindestens Dungeons und Civil kaufen und spielen. Das ist eine erbärmliche Schleichwerbung. Da kommt einem ja die Weihnachtsgans vom vorigen Jahr wieder hoch. Aha.
spezielle Fähigkeiten. Jetzt schicken wir die erstmal auf. Also, wir nehmen uns die ja alle. Ehrlich gesagt, kann es sein, dass ich den einen oder anderen Schnodderling jetzt auch dabei habe. Die nicht an. Ach, die werden verzaubert. Boah, da haben wir viele Einheiten verloren. Meine Güte. Da macht es gar keinen Sinn, weiterzulaufen. Wieder zurück und heilen. Hoffen, dass das klappt, dass die wirklich abgeholt werden von den Schnodderlingen automatisch. Hier liegen sie. Kommen die darauf? Hier ist schon einer im Defibril. Ach, das lohnt sich ja, das dauert eine Weile. Da stelle ich gleich noch einen hier hin. Oh, ist das teuer. Einmal drei brauchen die, ne? Da kommt der nächste. Ach, das geht doch. Und der verschwindet hier von der Karte? Tatsächlich. Das ist ja hübsch. Da sollte ich mir aber noch einen zweiten gönnen, finde ich. Vielleicht das Krankenbett hier entfernen. Hier noch einen bauen. Die schnell unterwegs, die Schnodderlinge jetzt. Komm hier. Lazarett hier. Noch ein Defibrin. Pardon. Oh nein, ist immer noch nicht groß genug. Zahltag. Jetzt aber. Das sollte doch reichen. Wie noch eine Einheit dazu kaufen. Noch einen Nager. So, jetzt aber. Ein Defibrimat. Da steht er. Sehr schön. Dann können wir jetzt in den Kampf. Und hier, die sind mal wieder nur an einem Wasser mal forschen. Das ist mir ein bisschen zu dürftig. Hier an zwei. Wie geht denn das? Der anklicken? Das müsste da automatisch gehen. Ist die Forschung eingestellt? Ach, ich weiß was. Ich weiß was Gutes. Das macht jetzt Sinn. Schneller Stufenaufstieg. Die Kreaturen steigen schneller im Level. Das macht jetzt, wo wir keine mehr in der Oberwelt verlieren können, definitiv Sinn. Ja. Fallen haben wir ohne Ende. Mittlerweile an Werkzeugkisten. Da kommt doch hier immer noch nicht der verbesserte Verdrescher fertig. Was ist denn hier los? Hatte ich den nicht eingestellt? Da fehlt mir irgendwas an Gold. Nicht genügend Gold. 1500 brauche ich dafür. Das sollte doch bald der Fall sein. Jetzt wird er erforscht. Da kann ich den da oben hinstellen. Eine bessere Tür.
auch. Dauert auch ein bisschen. Okay, denen geht es gut. Das heißt, wir können als nächstes wieder hier hoch in die Oberwelt. Hier sind, seht ihr, die Einheiten, die ja hin und her laufen. Boah, die würde ich mir gern schnappen. Die schnappen wir uns auch in der nächsten Folge. Dieses Pack, das da oben rumläuft und so tut, als sei das ihre Welt, ihre oberirdische Welt, die ihnen gehört und nicht den Unterwelt-Kreaturen des Bösen, sprich der Horde, das empfinde ich als eine persönliche Provokation. Ihr auch, denke ich, oder? Ihr seid doch auf unserer Seite. Oder wollt ihr wirklich auf Seite der Verlierer stehen? Auf Seite der Menschlein? Wollt ihr vernichtet und ausgerottet werden? Würde ich euch nicht empfehlen. Seid vernünftig. Seid bitte schön böse.